Ja, hallo liebe Campingfreunde. Ihr seid genau richtig bei VanFan und dem nächsten Praxistest. Ja, ich bin jetzt zwar zu Hause, ich bin wieder zurück vom Praxistest. Es war wirklich schön und ich möchte euch heute den ersten Teil vorstellen vom Praxistest mit dem Clubstar 600L. Ein schöner Kastenwagen auf 6 Meter Länge mit Längsbetten und einem Raumbad, Kompressorkühlschrank. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war eine Dieselheizung. Aber die habe ich ja das letzte Mal schon gezeigt. Und deswegen kam es gerade richtig, dass ich die Gasheizung mal testen konnte. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim ersten Teil des Praxistests. Es geht nach Monschau in die Pfalz. Und angefangen hat natürlich alles in der Kastenwagenwelt. Dort muss ich das Fahrzeug erstmal abholen. Viel Spaß! Praxiswochenende ist angesagt und ja, ich habe jetzt mal einen Pössl, ich habe einen Chausson getestet. Jetzt möchte ich natürlich auch mal was Ähnliches testen, wie ich bekomme. Ein Clubcar 600L, also 600 mit Längsbetten. Ich höre schon, er kommt gleich angerollt hinter mir. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Hier steht er, der 600L, den nehme ich jetzt mit. Bin ich mal gespannt. Gasheizung, Kompressorkühlschrank. Ja, liebe Campingfreunde, ihr seht, jetzt bin ich endlich hier in meinem Kastenwagen. Also nicht in meinem, aber in so einem ähnlichen. Das ist nämlich hier der Clubcar 600L. Auch mit Raumbad natürlich. Alles ein bisschen kleiner. Der ist 6 Meter lang. Es ist kein Maxi-Chassis, das ist ein 3,3 Tonnen. Und man merkt es schon, auch die 130 PS sind natürlich nur ein bisschen weniger wie die 160 in dem Großen. Und wir haben hier ein normales Schaltgetriebe, wir haben einen Kompressorkühlschrank, den möchte ich immer gerne mal testen, und wir haben eine Gasheizung. Letztes Mal hatte ich ja die Dieselheizung getestet, heute und morgen wird die Gasheizung mal ausgiebig getestet. Das Wetter passt, es ist kalt draußen, es regnet, also die Heizung wird auf jeden Fall in Betrieb genommen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, schauen mal an, wie sich die 130 PS hier auf die Straße niederschlagen. Ihr merkt schon, der Aki ist wieder in seinem Element, ne? Absolut egal, ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Es ist einfach herrlich, hier auf so einem Sitz zu sitzen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, viele von euch haben mich ja die letzte Zeit gefragt, hey Aki, teste doch mal die Sitze von dem Citroën hier, zum Beispiel die Kopfstütze. Ne? Und in der Tat, die Kopfstütze ist ziemlich weit weg, also bei einem Auffahrunfall weiß ich nicht, ob das was bringt. Man kann die Kopfstütze auch nicht mega verstellen, also das ist nicht so mein Fall. Da bin ich mal gespannt, ob es da noch andere Vorschläge gibt, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, wie man hier die Sitzmöglichkeiten besser einstellen kann. Auch der Fahrkomfort, muss ich sagen, es ist 130 PS, die spürt man einfach, es ist alles ein bisschen lauter, obwohl hier die Rahmenfenster verbaut sind, alles ein bisschen lauter wie beim 163 PS Motor. Man hört auch die Fahrgeräusche, ich fahre jetzt eigentlich nur 100 und die Fahrgeräusche sind doch ziemlich laut. Also im Vergleich zu den anderen beiden Tests muss ich sagen, ist es gut, dass ich mindestens 163 PS genommen habe. Ansonsten ist es ein schönes Fahrzeug, ist ein Citroën, ganz klar, macht wirklich Spaß, und die Reise geht heute in die Pfalz. Ja, ich besuche heute Kai und Diana, ihr kennt sie noch von der Freiburger Messe, da habe ich sie ja ausführlich interviewt, und ja, mal schauen, was wir da so treiben würden. Wir werden auf jeden Fall den ein oder anderen Weihnachtsmarkt besuchen. Camping, wir werden einen schönen Stellplatz natürlich aussuchen, irgendwo in Monschau oder oben. Und es wird sicher ein lustiges Wochenende. Ja, liebe Campingfreunde, jetzt geht es endlich mal hier an einen leckeren Glühwein. Und zwar hier in Monschau. Ein Glühwein hier mit Amaretto. Schmeckt echt lecker, muss ich sagen. Und ich kann euch nur sagen, schaut euch dieses Monschau mal an. Das ist wirklich unfassbar. Ne? Hier hat wirklich alles überlebt. Und also sämtliche Kriege überlebt. Hier sieht man überhaupt keine Zerstörung. Es ist wirklich eine mega coole Altstadt. Und ihr müsst einfach mal herkommen. Ja. Und warum bin ich hier? Natürlich hier wegen der Diana und dem Kai. Hallo.
Ist doch klar. Diana, hier warst du schon letztes Mal. Ja, im Sommer. Das ist eigentlich geil, oder? Herrlich. Ich muss echt sagen, echt danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Das ist nämlich richtig super. Ich habe das nur gemacht, damit du die Glühwein bezahlst. So, jetzt geht's ins Bett. Nach einem tollen ersten Abend hier in Monschau am Weihnachtsmarkt. Unglaubliches Städtchen. Und ich freue mich schon, das morgen zu sehen, wenn alles hell ist, hell erleuchtet ist. Frühstücken schön in Monschau. Ja, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht in dem Globecar Globestar 600L Längsbetten. Ja, das längere Bett hier ist 1,94 Meter. Und ich muss schon sagen, ich stoße hier schon ziemlich an. Es ist schon ziemlich eng hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, also im Chanson das letzte Mal und im Pössl Zuwin mit dem Querbett hinten habe ich wirklich komfortabler gelegen. Also ist wirklich für große Menschen, wie ich jetzt mit 1,88 oder noch größer, ist es eigentlich zu klein. Ist dieses Bett hier mit 1,94 und muss ja noch die Blisses hier berücksichtigen. Da habe ich immer Angst, ich zerknitter irgendwas. Am liebsten würde ich es aufmachen. Also ist schon ziemlich eng. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin auch froh, dass ich das größere Auto, den großen Bruder hier vom Globestar genommen habe, den Cam Scout. Der hat nämlich dann die langen Betten über 2 Meter. Also es wird gehen. Ich werde euch morgen berichten, morgen früh, wie ich geschlafen habe. Aber es wird sicherlich sportlich werden, das weiß ich jetzt schon. Ansonsten, die Dusche ist top. Die ist zwar ein bisschen kleiner wie im Camp Scout. Man muss das Waschbecken runterklappen zum Beispiel. WC ist hervorragend, man hat genügend Platz, auch zum Duschen ist alles hervorragend. Also nach wie vor bin ich ein absoluter Fan vom Raumbad. Auch in dieser Größe hier im 600er unablässlich. Ne? Das ist wirklich toll. Ansonsten ist alles ein bisschen kleiner, ist ganz klar, wie in dem 640. Man sollte nicht glauben, dass die 40 cm so viel ausmachen, aber es ist wirklich so. Die Heizung funktioniert tadellos. Jo, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt schlafen werde. Ich bin richtig müde. Wir haben jetzt so kurz nach 12. Es war ein toller Tag, ein langer Tag. Ein paar Glühwein auch schon intus. In dem Fall melde ich mich morgen wieder. Ich werde jetzt hier das Licht ausmachen und versuchen zu schlafen. Also mal schauen, wie es wird. Draußen regnet es. Ihr hört es vielleicht, das plätschert. Es ist wirklich kalt draußen. Die Gasheizung, die habe ich jetzt auf 2,5 gestellt. Man hört nichts, null, absolut null. Und er ist sofort angesprungen, nachdem ich die Entlüftung gedrückt habe. Sie heizt wirklich toll. Und also ich muss sagen, auch der Kompressorkühlschrank, man hört gar nichts. Es ist alles okay, bis auf die kurzen Betten. Das wird sportlich, aber zur Not lege ich hier einfach quer. Alles gut. In dem Fall bleibt gesund, bis morgen. Ich melde mich hier wieder aus Monschau vom Praxistest mit dem Globecar Globestar 600L. Gute Nacht. Ja, guten Morgen, liebe Campingfreunde und Freunde von Vanfan. Ihr seht schon, ich bin richtig verschlafen. Aber so ist der Aki halt. Egal, ob Augenringe, ungemachte Haare oder wie auch immer. Ich will euch ja zeigen, wie das Leben so im Kassenwagen ist. Und ich muss sagen, diese Nacht war einfach nur genial. Also ich habe ja gestern Abend schon gesagt, die Betten sind ziemlich kurz, ja. Die sind ziemlich kurz, aber ich habe geschlafen, ey, unglaublich. Die Heizung macht keinen Mucks. Es ist schön kuschelig warm hier drin. Und draußen hört man einfach nur den Bach. Und es ist wirklich toll. Also wir haben jetzt irgendwie 7:30 oder so, keine Ahnung. Draußen ist zwar noch dunkel, wir können ja gleich mal rausschauen. Aber ich habe wirklich unglaublich gut geschlafen. Also das ist wirklich top hier. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch genügend Platz im Bad. Es ist zwar immer noch kleiner wie mein Camp Scout, ist ja auch klar. Aber es ist absolut ausreichend, auch wenn ich hier noch zumache. Jetzt ist das Ganze hier komplett geschlossen und ich habe hier wirklich super Platz hier. Also wirklich tipptopp, kann man nichts sagen. Auch dieses Waschbecken hier ist gar nicht schlecht gelöst, man kann das runterklappen. So, der Klodeckel machen wir mal zu. Und dann hat man hier ja eine schöne Waschmöglichkeit. Also ist gut gemacht, muss ich echt sagen. Ich habe auch hier genug Platz, jede Menge. Der Spiegel, also was will man mehr? Ein kleines Fenster ist auch vorhanden. Also wir sind hier in dem 6 Meter Fahrzeug und ich bin immer noch begeistert. Viele von euch haben mich ja gefragt, hey, guck mal ein 6 Meter Fahrzeug an. Und das ist einfach, ja.
für mich eben die beste Variante hier mit Einzelbetten und diesem Raumbad. Also von dem her würde ich sagen, jetzt aber erstmal einen Kaffee. Ich habe hier natürlich meine Kaffeemaschine mitgebracht, ist ja ganz klar. Das ist wirklich toll. Draußen ist immer noch dunkel, 7:30 oder kurz vor 8. Die Diane und der Kai, die stehen hinter mir. Ich würde euch die zwei gerne zeigen, aber es ist noch so dunkel draußen. So, der erste Kaffee ist verdaut. Das ist immer der wichtigste. Und jetzt geht es erstmal in die Dusche. Aber da nehme ich euch nicht mit. Da müsst ihr mal kurz draußen bleiben. Gell? So, frisch geduscht. Man hat Platz, man hat sogar Platz, sich zum Umziehen. Das ist eine richtige Umkleidekabine. Aber ihr wisst, im Camp Scout habe ich das ja schon mal ausführlich gezeigt. Und der ist einfach nochmal eine Nummer größer. Also wirklich eine Riesennummer größer. Für 6 Meter echt der Hammer, ohne Scheiß. Also ein kleines Platzwunder. Ist wirklich ein kleines Platzwunder. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ich kann hier drin duschen, ich kann mich hier drin umziehen, ich kann hier drin schlafen, sogar richtig gut. Mit 1,88 Meter. Ich stehe hier wirklich extrem gut. Und einen Kaffee gibt es auch noch. Ne? Also von dem her muss ich echt sagen, echt top. So, jetzt gucke ich mal. So, jetzt gucke ich mal schnell hier, ob es regnet hier draußen, weil heute Weihnachtsmarkt und Regen ist nie so prickelnd. Lieber Schnee. Sonne brauchen wir gar nicht, aber ja, wenn es regnet, gucken wir mal raus. Ne? Der große Moment. Ach, ist das herrlich. Das, was so plätschert hier, ihr seht, das ist einfach nur hier dieser kleine Fluss. Wir haben 8 Uhr, ist noch ziemlich dunkel. Aber hey, ist das nicht herrlich? Hä? Das ist genau meine Welt. Aufstehen am Morgen spielt keine Rolle, ob es regnet oder nicht, aber wenn man sowas vor der Türe hat, allein dieses Geräusche, oh, ich krieg echt gerade Gänsehaut, ohne Scheiß, also echt, das ist einfach der absolute Hammer. Jetzt schauen wir mal hier, was Kai und Diana machen. Die sind hier nämlich nebendran, wie ihr sehen könnt. Und hier der Stellplatz ist natürlich mega. Ja? Ihr seht direkt hier am Bach, da vorne stehen ein paar Wohnmobile. Weiter vorne hat es noch die sanitären Anlagen, das zeige ich euch noch alles ganz klar. Also ist wirklich eine Empfehlung. Und dort hoch geht es dann nach Monschau. Aber jetzt schauen wir mal hier, was die zwei machen. Ob die schon fertig sind. Ich möchte nämlich heute mit dem Kai und mit der Diana etwas Besonderes machen. Jetzt schauen wir mal, ob da sind schon welche drin. Mal gucken, ob die aufmachen können. Ich klopfe jetzt mal hier. Mal gucken, ob die aufmachen. Aha. Siehe da. Schönen guten Morgen. Superman. Ja, die sehen ja taufrisch aus. Hä? Na, guten Morgen, ihr zwei. Morgen. Wie habt ihr geschlafen? Super. Super geschlafen? Ja. Klar. Ja, ey, ich habe geschlafen wie ein Stein. Wir auch, wir sind ins Bett und weg waren wir. Genau, ich glaube, der Kopf hat schon geschlafen, da war er noch nicht auf dem Kissen. Also ich würde sagen, das liegt mit Sicherheit an der Luft hier und an dem Geräusch. Das ist ja, oder? Ja. Also der Stellplatz ist echt mega. Also danke ihr zwei, dass ihr mich hierher geführt habt. Ja, wegen denen zwei. Wegen denen, also nicht in mich, sondern in den Ding. Der Kai hat sich ein bisschen in mich verliebt, aber... Na, kann ja Gott sei Dank alles rausschneiden. Ne? Hi, ja. Ready to go? Ja, ich schon. Wo gehen wir hin? In die Stadt. In die Stadt, jetzt gehen wir mal nach Monschau. In die schöne Monschau, gehen wir jetzt mal. Also, ey, das ist echt der Hammer, gell? Also ja. Ist alles noch wie vor 100 Jahren. Ja, da ist nichts kaputt, da ist alles schön. Also da nehmen wir euch jetzt mal mit in die schöne Monschau. Ja. Es ist wirklich toll dort. Der Weihnachtsmarkt ist natürlich extrem schön am Abend, aber ich freue mich jetzt auch schon auf die alten Häuser, die ich gestern Abend gesehen habe. So im Hellen. Im Hellen, schönen Kaffee trinken irgendwo in einem alten Kaffee und mal schauen. Da gehen wir jetzt mal hin, nehmen wir euch mal mit. Und wenn wir zurückkommen, mache ich mal einen kleinen Stellplatzbericht hier von dem ACT Campingplatz in Monschau. Gell? Ja. Cool. Ja, ich liebe das, so kleine enge Gassen. Morgens um 10 Uhr ist ja noch nicht viel los. Aber es ist einfach hier, ihr seht, hier ist noch alles wie vor 100 Jahren. Also das ist echt mega. Und hier hat es natürlich auch viele Touristen, ist ganz klar, die wollen das alles sehen. Es ist ja wirklich selten geworden, dass so alte Gebäude in Deutschland noch vorhanden sind. Das ist einfach so. Ich meine, das hat ja auch leider Gründe dafür, warum das nicht so ist. Aber es ist einfach schon unglaublich. Schaut euch das an hier. Ist das nicht herrlich?
Ja, liebe Campingfreunde, Monschau, die mittelalterliche Stadt hier im Westen an der belgischen Grenze. Ihr seht hier hinter mir, der Weihnachtsmarkt ist schon im Gange. Und über den Dächern von Monschau, hier lässt sich wirklich unglaublich schön leben. Das ist richtig toll. Hier hinten sieht man noch die Ruinen von der Burg Monschau. Ja, und auch hier oben ist noch eine kleine Burgruine, irgendein Turm oder irgendwas. Also es ist wirklich herrlich, einmalig. Und der Campingplatz, der ACC Campingplatz, der ist hier hinten hinter dieser Brücke ein Stück noch durch den Wald durch. Und man ist schon hier an diesem schönen Ort. Also einzigartig, wirklich. Zufahrt zum Campingplatz, zum ACC Campingplatz hier in Monschau, und ihr seht schon ziemlich eng hier. Es wird auch noch ein bisschen enger, aber es stehen auch ein paar Riesenschiffe, ein paar Vollintegrierte. Ist richtig sportlich hier. Ja. Also für alle, die mit einem riesen teilintegrierten Schiff hier runterfahren wollen, es geht. Wir wissen, dass es geht. Da hinten stehen auch noch ein paar Teilintegrierte schon. Alles möglich. Aber man darf keine Angst davor haben. Ja, das war der erste Teil vom Praxistest. Die erste Nacht ist rumgegangen wie im Fluge und ich habe super geschlafen, das habt ihr ja gemerkt. Richtig verschlafen war ich, aber ich habe nichts zu verbergen. Also einen richtigen Praxistest, den zeigt man nun mal wirklich in jeder Situation. Also von dem her, im zweiten Teil zeige ich euch dann natürlich noch ein bisschen mehr vom Stellplatz. Und ich werde natürlich hier, wie schon angekündigt, ein Drei-Gänge-Menü kochen hier mit dem Kai. Vielmehr, ich werde ihn unterstützen. Und zu guter Letzt werde ich natürlich noch eine Zusammenfassung machen über dieses Fahrzeug. Was hat mir besonders gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen. Und das alles im zweiten Teil. Also seid gespannt. Demnächst hier auf VanFan, schaltet wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Für alle, die mich noch nicht abonniert haben, die mir trotzdem gerne zuschauen, lasst doch einfach mal ein Abo da. Ich würde mich freuen, ist ja kostenlos, wie ihr wisst. Für uns YouTuber ist das wirklich wie Applaus. Und wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Abonnenten. Denkt ans Gewinnspiel, das läuft ja noch bis zum 18. Dezember. Am 18. Dezember ist ja der Livestream. Also für alle, die gerne noch mitmachen wollen und eine Karte für die CMT gewinnen wollen, macht mit bei dem Gewinnspiel. Ich blende das mal oben ein, um was es da geht. Mit Sicherheit werde ich den einen oder anderen von euch auf der CMT live treffen. Also sprecht mich dann einfach an. Vielleicht trinken wir auch einen Kaffee zusammen, je nachdem wie wir Zeit haben natürlich. Ein bisschen was möchte ich dann schon auch noch sehen von den Neuheiten 2019. Am 12. und 13. Januar ist der Aki auf der Messe, also für alle, die gerne dorthin kommen wollen und außer den Kastenwagen und den Neuheiten auch den Aki gerne mal treffen wollen, kommt einfach vorbei. In dem Fall bleibt wie immer gesund und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Adventszeit. Bis demnächst, euer Aki.